Nachdem wir letzte Woche schon ein bisschen über ein Anfängerthema gesprochen haben und fünf Tipps, die dich zu einem besseren Fotografen machen, wer das Video nicht gesehen hat, kann ich hier oben verlinken, sprechen wir heute über ein weiteres Anfängerthema und zwar das Thema Bildbearbeitung. Und unter Fotografie-Einsteigern gibt es ungefähr drei Meinungen. Die eine ist, Bildbearbeitung braucht kein Mensch, meine Bilder sind fantastisch, so wie sie aus der Kamera kommen. Meinung 2 ist irgendwie die vernünftigste Meinung, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und zwar ist das, ich würde es gern können, habe aber irgendwie keine Ahnung, wie ich einsteige. Und Meinung 3 ist, ich schiebe alle Regler in jedem Bildbearbeitungsprogramm, das ich finde, auf 100 oder 1000% und übertreibe es einfach völlig. Ich möchte in diesem Video eingehen auf die Thematik. Was bedeutet Bildbearbeitung per Definition eigentlich? Muss ich meine Bilder eigentlich wirklich bearbeiten oder sind sie vielleicht gut so, wie sie aus der Kamera kommen? Dann, wie viel Bildbearbeitung ist eigentlich zu viel des Guten? Also, was macht Sinn und was macht keinen Sinn mehr? Wo enden die Möglichkeiten der Bildbearbeitung? Also, wo sind die Grenzen und auf was muss man vorher schon achten? Und am Schluss noch, welche Bildbearbeitungsprogramme nutze ich persönlich und welchen Stellenwert nimmt Bildbearbeitung in meinem Fotografie-Workflow ein? Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Punkt 1. Was bedeutet Bildbearbeitung überhaupt? Per Definition von Wikipedia ist die Bildbearbeitung die Veränderung von Fotos, Dias, negativen oder digitalen Bildern. Das bedeutet einfach die nachträgliche Veränderung des aufgenommenen Bildes. Meistens erfolgt diese heutzutage als digitale Bildbearbeitung, also man versteht eigentlich die Arbeit mit digitalen Bildbearbeitungsprogrammen am PC, darunter, wenn man von Bildbearbeitung spricht. Allerdings gab es Bildbearbeitung auch schon in der analogen Fotografie. Das Abwedeln und Nachbelichten, auch die Werkzeuge in Photoshop, die kommen aus der analogen Fotografie. Und zwar konnte man dort beim Belichten Einfluss auf die Stellen, Einfluss auf die hellen und dunklen Bereiche des Bildes nehmen. Also die Bildbearbeitung ist eigentlich schon älter als die digitale Fotografie. Meistens verstehen Einsteiger unter Bildbearbeitung ein bisschen was Falsches, und zwar die willentliche, ganz schlimme Veränderung des Originalbilds oder die Verunstaltung des original aufgenommenen Bildes. Per Definition ist das natürlich nicht Bildbearbeitung. Das ist natürlich eine Facette, eine sehr gruselige Facette der Bildbearbeitung, die vor allem im Einsteigerbereich immer wieder auch vorkommt. Aber Bildbearbeitung per se ist jetzt erstmal wertungsfrei einfach die Veränderung eines aufgenommenen Fotos. Muss ich jetzt als Fotograf meine Bilder bearbeiten? Also ist Bildbearbeitung, wenn ich gerne fotografiere, ist Bildbearbeitung dann ein zwingendes Muss? Also müssen ist natürlich immer relativ. Man ist natürlich in der Fotografie sehr frei und oft braucht es auch gar nicht viel Bildbearbeitung. Also ein bisschen Entwicklung im Lightroom reicht bei dem einen oder anderen Foto schon aus. Aber man muss natürlich sagen, aus der Kamera direkt kommen selten gute Bilder. Also, nee, muss ich anders sagen, aus der Kamera direkt kommen selten fertige Bilder. Im Endeffekt ist es so, ich nehme RAW-Fotografien auf, also RAW-Dateien, die im Endeffekt das digitale Negativ sind. Und früher konnte man dieses Negativ ja auch nicht aus der Kamera nehmen und oder den Film aus der Kamera nehmen und sich den Film an die Wand tackern. Nee, man musste das Bild auch erst entwickeln und man konnte das in Schwarz-Weiß oder Farbe, je nach Film, machen und konnte so auch Einfluss auf das Bild nehmen. Und genau so sehe ich das hier. Also ein gutes Bild muss im Endeffekt auch digital entwickelt werden. Und damit meine ich eigentlich, dass ja so Entwicklungsschritte, so grundlegende Entwicklungsschritte wie zum Beispiel das Setzen des Weißabgleichs, die Objektivkorrektur, leichtes Nachschärfen etc. eigentlich das
das Ausgangsbild immer optimieren. Das heißt nicht zwangsläufig, dass ich da ein Einhorn und einen Regenbogen einbauen muss, sondern es heißt einfach eigentlich, dass ich aus dem, was ich habe, so das bisschen heraushol, das bisschen herauskitzel, was relativ einfach geht. Es ist gar nicht zwingend notwendig, dass man immer das Ganze in Photoshop aufmacht und viel Retuschearbeit macht. Aber grundsätzliche Entwicklungsschritte sind meiner Meinung nach bei jedem Foto notwendig. Wie gesagt, muss ist natürlich immer relativ, aber ich kenne keinen Fotografen, der das Ganze ernsthaft betreibt, der Bilder unbearbeitet lässt. Aus dem Grund würde ich sagen, Bildbearbeitung ist heutzutage auf jeden Fall Standard. Und es ist okay, wenn ihr das erst lernt, wenn ihr euch mit eurer Kamera oder so auskennt, aber mit Lightroom etc. ist es heutzutage wirklich auch einfach, Bilder zu bearbeiten. Deshalb schließt es einfach nicht kategorisch aus, lasst euch das offen und denkt bitte nicht, dass ihr da super durchdrehen müsst und ein völlig übersättigtes Foto generieren müsst. Nee, es geht einfach darum, dass ihr das, was ihr aus der Kamera bekommt, noch ein bisschen optimiert. Ich kann natürlich aber auch ein bisschen verstehen, dass Einsteiger ein bisschen denken, dass Bildbearbeitung bedeutet, völlig durchzudrehen, weil man gerade im Einsteigerbereich oft auch ein sehr verzerrtes Bild von Bildbearbeitung vermittelt bekommt. Es gibt meiner Meinung nach drei Hauptelemente, die ein Bild kaputt machen. Zum einen ist es der völlig übertriebene HDR-Look, also das kennt jeder, diese High Dynamic Range Bilder, die dann so ein bisschen aussehen wie gezeichnet. Das sehr beliebt im Einsteigerbereich, aber nicht wirklich schön. Zum Zweiten ein überschärftes Bild, an dem an allen Kanten so ein leichter Lichtschein ist und wo man wirklich schnell auch Artefakte sieht, also was einfach völlig viel zu scharf ist und zu viel Sättigung, also den Sättigungsregler völlig hochgedreht und Farben wie im, ja, wie bei den Glücksbärchis. Das sind alles Dinge, die braucht kein Mensch. Diese Phasen könnt ihr getrost überspringen. Die Bildbearbeitung sollte immer zum Ziel haben, ein möglichst realistisches, ja, Bild abzugeben. Genau, also diese HDR-Phase, die ist eigentlich ganz normal am Anfang. Ich sag euch wirklich getrost, überspringt die. Ich hatte die, meine Freunde hatten die, die Leute, die ich kenne, hatten die. Und ich weiß aus sicherer Erfahrung, die braucht kein Mensch. Also überspringt die einfach, das ist völlig okay, wenn ihr keine HDR-Fotos macht. Zum Thema Schärfe mache ich vielleicht mal noch ein Tutorial, wie ich meine Bilder für Web und Print nachschärfe. Also da gibt es so ein paar Techniken, die dann auch dabei helfen, dass das Bild noch einen Ticken schärfer aussieht, als es eigentlich ist. Und ja, mit der Sättigung, da kann ich euch nur raten, setzt den Sättigungsregler in gesundem Maß ein und übertreibt es einfach nicht. Also Bildbearbeitung heißt definitiv nicht, ich muss komplett ausrasten und alle Regler auf 100% stellen und komplett Vollgas geben. Ganz im Gegenteil, heißt es einfach, aus dem Bild, das ich habe, noch das Beste rausholen. Also wenn mein Bild zu dunkel ist, dann kann ich das gerne aufhellen. Ich kann den Weißabgleich nachträglich setzen. Ich kann auch ein bisschen Sättigung reinpacken, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber am Ende muss immer ein realistisches Bild rauskommen. Das ist das Ziel von der Bildbearbeitung. Bildbearbeitung hat auch Grenzen. Also es gibt ein paar Dinge, die kann ich nachträglich im Programm, also zum Beispiel in Photoshop oder Lightroom, nicht mehr verändern. Das ist zum einen der Fokus, also der sollte sitzen. Ihr solltet das Element scharf haben, das ihr scharf haben wollt. Kann ein bisschen nachschärfen, wie gerade schon erwähnt, aber wenn was wirklich unscharf ist, dann kriege ich es nicht mehr scharf. Das zweite ist die Bildkomposition, also der Bildaufbau. Auch hier, ich kann noch ein bisschen nachcroppen, aber mein eindringlicher Appell, lernt Bildaufbau, denn da, ja, damit steht und fällt euer Foto. Lichtverhältnisse lassen sich nachträglich nicht ändern. Also klar kann ich an der Helligkeit noch ein bisschen, also oder an der Belichtung noch ein bisschen nach oben oder nach unten korrigieren, aber grundsätzlich Lichtverhältnisse lassen sich nicht korrigieren. Also aus einem super flachen Bild kriegt man kein super kontrastreiches Bild. Es ist also definitiv so, dass Bildbearbeitung seine Grenzen hat und man wieder erwarten aus einem Scheißfoto auch mit Photoshop kein gutes Foto macht. Also man kann aus einem guten ein sehr gutes Foto machen, indem man in der Bildbearbeitung noch das letzte bisschen rauskitzelt,
aber aus einem grundsätzlichen Kackfoto machst du einfach kein gutes Foto. Ist leider so. Deshalb bedenkt vorher schon, was ist in der Bildbearbeitung möglich und was könnt ihr nicht verändern. Also wartet lieber auf gutes Licht, wählt lieber einen ordentlichen Bildausschnitt, belichtet richtig, fokussiert richtig. Diese Dinge kann man einfach nachträglich nicht korrigieren. Und da hören einfach auch die Möglichkeiten von Photoshop auf. Aus diesem Grund nicht alles auf die Bildbearbeitung setzen, sondern gleich richtig fotografieren und am Ende noch verbessern. Dann steht noch die Frage im Raum, was verwende ich für Bildbearbeitungsprogramme und welche Rolle nimmt Bildbearbeitung in meinem Fotografie-Workflow ein? Also als erstes, ich verwende Lightroom und Photoshop, also grundsätzlich Adobe-Produkte. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das Abo-Modell als super Nachteil sehen. Ich persönlich finde es gut, weil ich immer Updates habe und ich finde es auch nicht teuer. Lightroom und Photoshop kosten zusammen einen Zehner im Monat und einen Zehner gibt man, also es sind 11,98 €, okay, aber die gibt man, wie sagt der Chris immer, ich habe schon mehr Geld für größeren Scheiß ausgegeben. Also, da hat er recht, ne? Also, wer damit arbeiten will und wer das auch ernst nimmt, der kann ruhig 12 € investieren und 12 € lassen sich auch gut rechtfertigen als Ausgabe. Zudem nutze ich noch die Nik Collection, früher von Google, jetzt von DxO. Kostet, glaube ich, einmalig 60 €, ist ein Plugin-Set aus verschiedenen Filtern für Photoshop, beziehungsweise glaube ich geht es auch für Lightroom, aber ich verwende es immer mit Photoshop. Im Endeffekt kann man damit wenig machen, was man mit Photoshop selber nicht machen kann. Es spart einfach nur unheimlich viel Zeit. Und ich verwende diverse Aktionen für Photoshop zum Beispiel Nachschärfen oder zur Porträtretusche, wenn ich denn mal Porträts mache. Die schwierigere Frage ist, welche Rolle nimmt Bildbearbeitung in meinem Fotografie-Workflow ein? Also grundsätzlich lässt sich sagen, kein Bild, das ich irgendwie veröffentliche, ist komplett unbearbeitet. Also zumindest Lightroom hat es auf jeden Fall durchlaufen. Da mache ich immer Anpassungen im Weißabgleich, Objektivkorrekturen, Horizonte gerade richten, Sensorflecken entfernen, solche Sachen. Photoshop muss nicht immer sein, aber auch bei den meisten Bildern, die ich irgendwie wirklich auf meiner Webseite habe oder so, die haben auch Photoshop durchlaufen. Also es ist schon so, dass ich auch mal 3 Aufnahmen in verschiedenen Belichtungsstufen mache und die dann zu einer zusammenfüge in der Nachbearbeitung. Grundsätzlich gilt aber auch für mich, auch ich mache mit Photoshop aus einem Kackfoto kein gutes Foto. Deshalb würde ich sagen, 80% oder sagen wir 70% passieren in der Kamera und in der Aufnahmesituation und vielleicht 20-30% passieren in der Nachbearbeitung. Grundsätzlich finde ich, ist es Teil des Fotografieprozesses und ich bin auch der Meinung, jeder, der Fotografie ernsthaft betreibt, sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil ich glaube, es gibt keinen Fotografen, der irgendwie unbearbeitete Bilder verkauft oder veröffentlicht. Damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende dieses Videos. Ich hoffe, du konntest irgendwie dir ein bisschen was rausziehen aus meinen Erzählungen, aus meinen Anekdoten, aus meinen Ausschweifungen. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast, dann gilt wie immer den Daumen nach oben klicken. Wenn du Fragen hast, dann ab damit in die Kommentare. Wenn ihr euch Tutorials wünscht zu einem bestimmten Thema der Bildbearbeitung, am besten aus der Landschaftsfotografie, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Dann schauen wir mal, was sich machen lässt. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.